Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia vobis et pax a Dio Patre nostro et Domino Iesu Christu. Et cum Spiritu Tuo. Liebe Schwestern und Brüder, alle Heiligen, wir bekennen die Gemeinschaft der Heiligen, zu der wir gehören, im Glaubensbekenntnis. Alle Heiligen ist ein großes Erntedankfest, in der Ostkirche gefeiert gleich nach Pfingsten, denn es ist das Erntedankfest von Ostern und von Pfingsten, die Frucht der Heiligkeit, die Frucht des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, an der wir teilhaben. Wir gehören zu dieser Gemeinschaft der Heiligen und oft ist es uns nicht so bewusst, dass wir dazugehören. Wir sehen die Heiligen und wir sehen uns. Wir sehen uns, die wir gebrechliche, sündhafte Menschen sind. Deshalb brauchen wir unsere großen Schwestern und Brüder, unsere Freunde im Himmel als Fürsprecher und als Vorbilder. Wollen wir Gott, den Herrn, bitten, dass er uns Herz und Sinn öffne, dass wir gestärkt durch sein Wort und durch die Begegnung mit ihm im Heiligsten Sakrament hier auf Erden unseren Weg der Heiligkeit gehen können. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miseriere nostri, Domine. Vita peccamus mihi. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutare Miseriatu nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Thank you.
et eterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum merita, sub una tribuisti celebritate venerari, quae sumus ut desideratam nobis tue propitiationis abundantiam, multiplicatis intercessoribus largiaris, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah vom Aufgang der Sonne her einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu und sprach: Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es waren 144.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Da nahm einer der Ältesten das Wort und sagte zu mir: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, du weißt das. Und er sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Oh,
an seiner heiligen Stätte. Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der seine Seele nicht an Nichtiges hängt und keinen trügerischen Eid geschworen hat. Gerechtigkeit vom Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. Aus dem ersten Johannesbrief. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm, und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, geht es Ihnen auch so, wenn Sie die Seligpreisungen hören, dass Ihnen erst einmal der Atem wegbleibt, man sich überfordert fühlt und denkt, kann ich das? Einerseits denke ich mir, sind die Seligpreisungen, die Bergpredigt, Ansporn für unser Leben als Christen. Andererseits müssen wir uns auch davor hüten, dass wir versuchen, alles selbst in die Hand zu nehmen, sondern uns auf Gott hin zu öffnen, dass er uns den Weg der Bergpredigt und der Seligpreisungen führen kann. Menschen, die das gelebt haben, das sind die Heiligen, die wir heute feiern. Und auch hier stehen wir meist an. Heilige, das sind doch nach unserem Verständnis ganz besondere Menschen. Aber das ist es eben, was sie ausmacht. Sie sind erst einmal Menschen wie du und ich. Und die vielen heiligen Biografien, die wir vielleicht schon gelesen haben, die zeichnen natürlich ein ganz besonderes Bild, die heben natürlich die ganz besonderen Eigenschaften der Heiligen hervor. Und darüber vergessen wir, dass die Heiligen auch nicht Heilige waren von Mutterschoß an. Sie mussten erst einmal getauft werden und dann durch ein entweder kurzes oder auch sehr langes Leben den Weg der Heiligkeit von Gott geführt werden und ihn auch bereit sein zu gehen, wie sie dann eine Heilige oder ein Heiliger geworden sind. Und diese Wege, die sind oft nicht einfach.
Was ich jedoch glaube, ist, dass heilige Menschen, und Sie werden mir verzeihen, das ist ein Begriff, der mich schon sehr lange eigentlich beschäftigt, des Aggiornamento sind. Sie wissen, ein Heiliger hat diesen Begriff geprägt, der heilige Johannes der 23. Aggiornamento, ein Begriff im Italienischen, den man so schwer ins Deutsche übertragen kann. Was heißt das? Am besten verdeutscht vielleicht mit Verhäutigung. Heilige versuchen den Glauben, versuchen das Evangelium in ihre Zeit, eben in das Heute hinein zu leben, zu verhäutigen, ohne es dem Zeitgeist anzupassen. Das ist der springende Punkt, glaube ich, bei der ganzen Sache. Eigentlich das, was wir als Christen tun sollten, den Auftrag Christi im Hier und Heute in unserer Zeit zu leben. Und das ist nicht der Auftrag an spezielle Menschen, das ist der Auftrag an uns alle, die wir getauft und die wir gefirmt sind. Im Blick auf diese großen Brüder und Schwestern habe ich manchmal den Eindruck, vergessen wir, dass genau das unsere Berufung ist und dass genau das das Zweite Vatikanische Konzil erneut hervorgehoben haben. Nicht nur Priester, nicht nur Bischöfe, Päpste, Ordensleute, sondern jeder Getaufte und jeder Getaufte ist dazu berufen, den Weg der Heiligkeit zu gehen und am Ende ein Heiliger zu werden, was nichts anderes ist als eine Freundin, ein Freund Gottes. Vielleicht hat es uns schon einmal verwundert, wenn wir am Ende eines Paulusbriefes gehört haben: und grüßt mir alle Heiligen. Also gerade im Anbetracht der Gemeinde von Korinth, wo es doch sehr bunt und vielfältig zugegangen ist, fragt man sich, das waren schöne Heilige. Ja, weil wir alle Heilige sind. Wir gehören ja zur Gemeinschaft der Heiligen aufgrund unserer Taufe. Denn durch die Taufe waren jene und durch die Taufe sind auch wir geheiligt. Allerdings muss das auch in unserem Leben irgendwie zu Buche schlagen. Und da geht es einfach um die praktischen Dinge. Wie verhalte ich mich? Wie lebe ich in dieser Welt? Wie prägt mein Glaube, wie prägt mein Vertrauen auf Gott meinen ganz praktischen Alltag? Denn zum rechten Glauben, dem Wissen über das Depositum Fidei, also den Inhalt, die Inhalte des Glaubens, gehört auch das rechte Handeln aus unserem Glauben heraus in dieser Welt dazu. Und wenn wir unter dieser Rücksicht das Leben der Heiligen betrachten, dann handelt es sich eben bei Heiligkeit nicht um ein besonderes Phänomen, sondern um gelebtes Christentum. Um das zu können, braucht es unsere Offenheit auf Gott hin. Die Verbindung mit Gott im Gebet, die Verbindung mit Gott im Empfang der heiligen Sakramente, die uns zu einem solchen Leben in der Welt stärken. Denn eines ist uns ja bewusst und muss uns auch bewusst bleiben, wie wir es im Evangelium gehört haben und auch in der zweiten Lesung. Menschen, die mit der Kirche, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, werden das nicht verstehen. Und Menschen, die aus ihrem Glauben heraus leben, ihren Glauben nicht verbergen, die sich aus ihrem Glauben heraus im positivsten Sinne in die Gesellschaft auch gestaltend einbringen wollen, die werden
entweder belächelt, nicht für ganz ernst genommen, werden verachtet, weil sie das aus ihrem Glauben heraus tun, oder werden eben auf das Blutigste verfolgt und sind so Märtyrer, sind so Zeugen für Christus und den Glauben an ihm. Ein vor Gott verantwortetes Leben kann eben nur eines Anstoß erregen bei denen, die das nicht so sehen. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet, sagt Jesus im Evangelium. Nun, wenn wir ein Resümee ziehen, dann sehen wir haben jeden Tag eine große Latte von Heiligen, die wir im heiligen Verzeichnis vorlesen, deren wir gedenken. Aber in Wirklichkeit sind es ja noch sehr, sehr viel mehr. Das sind auch all jene, die nicht offiziell heilig gesprochen wurden, die ihr Leben vor Gott ernst genommen haben und die allein nur Gott kennt, die im Buch des Lebens verzeichnet sind, um deren Willen wir heute eben dieses Erntedankfest von Ostern und Pfingsten feiern. Denn es heißt ja im Evangelium, freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Und so sind unsere großen Schwestern und Brüder in der Herrlichkeit Gottes uns Vorbilder im Glauben, die uns zeigen, es geht. Sie sind uns Fürsprecher und Helfer am Thron Gottes, die wir um ihre Hilfe bitten können, auch darum, dass sie uns auf unserem Weg begleiten. Darum hat ja jeder schließlich und endlich von uns seinen heiligen Namenspatron. Sie sind es, die uns zeigen, wie der Weg der Seligpreisungen mitten in dieser Welt, mitten im Alltag geht. Amen.
Zu Gott, der Quelle aller Heiligkeit, lasst uns beten voll Vertrauen. Für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz Josef und für alle Frauen und Männer, die in Wort und Tat den Glauben bezeugen. Heiliger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die im Stillen ein Dasein leben, das ganz aus dem Glauben an Gott schöpft. Heiliger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in unserer Gesellschaft eine Vorbildfunktion haben, in Politik, Kultur und Erziehung, in Schule, Arbeitswelt und Wissenschaft. Heiliger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kinder und Jugendlichen, besonders für die, denen gute Vorbilder für ihr Leben fehlen. Heiliger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Armen und Trauernden, für alle, die keine Gewalt anwenden, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, für alle Barmherzigen und alle, die ein reines Herz haben, besonders für alle, die Frieden stiften. Heiliger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, die um Christi willen beschimpft und verleumdet werden, die wegen ihres Glaubens ihr Leben aufs Spiel setzen. Heiliger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, besonders für alle, deren wir in diesen Tagen in dankbarer Erinnerung gedenken, wir beten heute besonders für die verstorbenen Familiare unseres Ordens, Anneliese und Werner Deschauer. Herr, lass sie und alle Verstorbenen dein Angesicht schauen in österlicher Freude. Heiliger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du Quelle aller Heiligkeit, dir vertrauen wir unsere Sorge an und unsere Nöte und unsere Bitten für die Kirche und die Welt. Denn du bist ein Gott, der alles zum Guten führt. Du bist ein Gott des ewigen Lebens. Darum ehren wir dich und preisen dich im Heiligen Geist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Thank you.
fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Domine muneratque propunctorum offerimus honore sanctorum et concede. Ut quos iam credimus de sua immortalitate securos, sensiamus de nostra salute sollicitos, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et conservamus, ursum cordam, amen, grazia Domum. Gratias adamus, Domino Dio nostro. Oh,
Tegitur clementissime Pater per Jesum Christum filium tuum dominum nostrum supplices rogamus ad petimus, uti accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia libata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere, digneris tuto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Francisco et antistite nostro Francisco Iosef, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorum perpetua. Et omnium circumstantium quum quibi fides cogita est et nota devotio, quo quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium gaudis quos esuis peonibus, quo eruptione animarum suarum, quo spes aludis et ut incolumitatis tuae, tibi quererum vota sua eterno Deo vivo et vero, communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa Sempra Virginis Maria, genetrixis Dei et Domini nostri Jesu Christi, zelet Beate Iosef Eustem Virginis Fonsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Home, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Matthei, Simonis et Thaddei, Lini, Cleti, Clementis, Zysti, Corneli, Cypriani, Laurenzi, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum cumorum, Vorum meritis precibus te concedas, od in omnibus protectionis tuae muniamur auxilium. Angigitur oblationem servitutis nostre, sedit cuncte familie tue quesumus Domine, ut placatus accipias diesque nostros in tua pace disponas, ad gab eterna damnationem seripin electorum tuorum iubias pregnum erari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabilem acceptabilem que facere dignieris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui Domini nostri Iesu Christi. Qui pridi e quam pateretur, accepit panem in sancta sac venerabilis manus suas, ed elevatis oculis in celum ad Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, diditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Similimodo pascam cenatum est, accipiens et cum precarum calicem, in sancta sac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, tieditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite exio omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur, in remissionem peccatorum,
hoc facit in miam commemoratione. Mysterium Fidei. Mater Dominus Amen. Et omnes lectionem confitemur. Santa, eius dem Christi Filii Tui Domini Nostri, tam beate passionis, nec non ed ab inferis resurrectionis, sed ed in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati Tui de Tuis doni sanctatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetue. Supraque propitio acserino vulturis picere digneris, ed accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es, munera pueri tue justiabe, et sacrificium patriarche nostri aprahe, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rugamus omnipotens Deus, iube hic perferre per manus sancti angeli tui, in sublima altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod quod ex ad altaris participatione, Sacrosanctum Filii Tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repliamo. Memento etiam Domine famulorum famulorum retuarum, vinos necesserum cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine omnibus in Christo fiescentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgens deprecamus. Nos hoc peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem alibam et societatem donare dimieris, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioannes Stephano Mattia Barnaba, Ignatio Alexandro Marcellino, Petro Felicitate, Perpetua Agatha Lucia, Agneta Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis. Intra quorum os consortium non estimato meriti, sed veni et vesumus navito admite. Per Christum Dominum nostrum, per quem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere.
Ed ab omni perdovazione securi, expectantes beatam spem, ed adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam que secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit sempre vobiscum. Et omnes libetur tuum. Offerte vobis pacem. Exeat nos Dei, exe qui tollit peccata mundi, beati quia cenam ad invocati sunt. Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum, sed tantum dignervo, et sanabitur anima mia.
Mirabilem tedius et unum sanctum in omnibus sanctis tui adorantes tuam gratiam imploramus, qua sanctificationem in tui amoris plenitudinem consumantis, ex hac mensa peregrinantium ad celestis patriae convivium transiamus, per Christum Dominum nostrum. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie mit uns hier in der Kirche mitgefeiert haben und per Livestream, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Allerheiligenfest, auch im Namen unserer Gemeinschaft. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.